Was ist da drin? Ist das ein stilles Örtlein? Wen können wir darin erwischen? Falls wir... Sollen wir erstmal... Da ist auf jeden Fall niemand drin. Kann man das so sehen? Wachthaus nehmen? Ich wette, da sind geheime Vorräte drin. Wir machen erstmal was anderes. Wir bringen erstmal... In die Handlanger. Sag mir, wo die Tresore sind. Die beiden Herrschaften hier um die Ecke. Ich weiß es nicht, Miss. Ich bin ganz froh. Ich schwöre. Verstanden. Ich weiß, dass die DeWitt Company Geld in diesem Zug jetzt transportiert. Er, Spritze, eine Spritze hier, lassen Sie das mir. Sie, Kopf runter. Sie, ja. Messer, Wurf, aufs Ziel. Hier drauf. Sollen wir? Wie soll ich das wissen? Wie sagen wir? Wo soll das hinführen? Liefern wir das hier ab. Auf geht's. Meins. Schön schwer. Auf geht's. Einmal abspeichern. Jetzt hätte ich es doch gerne gewusst. Was ist da oben drin? Einmal gucken gehen. Ein Versteck. Da ist ein Versteck drin. Unfassbar. Ja, danke. Das war schon alles. Was los? Sehr, sehr witzig. Sehr, sehr geistreich. So, und dann geht es an den. Sagger könnte mir. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon Sie sprechen. Okay. Den Anführer übernehme ich unterwegs. Du Scheiß, Company Handlanger. Sag mir, wo die Tresore sind. So langsam verliere ich die Geduld. Bitte nicht! Erstmal aufwärmen. Nein, habt ihr mitbekommen? Das war ein Trigger. Das kann man nicht drauf kaufen. Als wir uns den genähert haben, haben wir einen Trigger in der Handlung aufgelöst und in dem Augenblick hat die aufgehört, ihn zu bedrohen und hat ihn attackiert. Das kann man ja nicht wissen. Das wissen wir jetzt. Schätzchen, meine Männer werden es finden. Ich verheimliche nichts, Miss. Dann machen wir das umgekehrt. Dann schicken wir ihn. Aber ich würde das Leben dieses Mannes gerne retten. Denn da. Dann wollen wir. Tresore! Welcher Waggon? Sag es mir! Gefühl. Schieß ich dir ins Gesicht! Ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon Sie sprechen. Sollen wir? So, und jetzt probieren wir was. Er. Ich bin ganz Ohr. Das wird sehr schnell. Hier. Durch die Hölle. Er. Messer niederstechen reicht. Hier. Ausführen. So langsam verliere ich die Geduld. Bitte nicht. Und jetzt gucken wir mal, ob es klappt, dass wir ihm hier. Weil die haben ja zeitgleich agiert, dass wir ihm noch mit der noch freien Sache das Leben retten, indem wir Big N killen. Ob das klappt, mal gucken. Klappt nicht, wir waren zu spät. Vielleicht fliegen die Zähne. Oh, ich war zu spät. Kann das sein? Ich war zu spät. Das kriegen wir besser hin. Ich hab, glaube ich, auf Planen und nicht auf Ausführung geklickt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das kriegen wir besser hin. Meine Männer werden es finden. Ich verheimliche nichts, Miss. Ah, das riecht nach Ärger. Das bekommen wir hin. Kein Problem. Normalerweise auch. Tut gar nicht. Halten wir Abstand. Das Messer reicht. So langsam verliere ich die Geduld. Bitte nicht. Jetzt macht er den Messerwurf hier hin und ausführen. Komm, das war zu schnell. Wir hatten keine Chance. Wir konnten nicht helfen.
Das war nicht möglich. Bin unterwegs. Klare Sache. Der Hinterhalt kam wie erwartet. Das war nicht machbar. Keine Einwände. Einmal abspeichern. Einmal Tutorial lesen. Erst die Dame töten, ja, aber dann ihn aufschrecken. Hätte mit Schießen geklappt. Wer weiß, wie man denn alles... Tunnel freilegen. Dynamit aus dem Fass nehmen. Dynamit werfen. Ziele mit A. Wirf das Dynamit. Oh, wenn du zu lange wartest, explodiert es in der Hand. Dynamit werfen. Die frühe, eine Handgranate quasi. Ist sicher ganz lautlos. Aber werfen heißt doch noch nicht entzünden, oder? Wir sollten aber vorher auf Nummer sicher gehen. Das kostet aber. Und erstmal die Muni holen. Hier, ist da noch Scharfschützenmuni. Na gut, ich folge. Das nehme ich. Vielen Dank. Alle ausgeschaltet? Ja, ne? Verstanden. Kann sein, dass die Leute dann hier unten rauskommen. Das weiß man nicht. Weil wir sind ja weit weg. Wir sind die einzigen wahrscheinlich mit dem Scharfschützengewehr. Wir wägen uns mal. Der eine bewegt sich mit dem Scharfschützengewehr hier hin. Ich musste eh mal raus. Er geht hier hin. Dann gucken wir mal, ob das klappt. Einmal abspeichern. Einmal Dynamit rauswerfen. Rausnehmen. Ich habe die Lampe angezündet. Besser schnell werfen. Und? Tunnel freilegen. Aber wer hätte das gedacht? Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Und einmal runterwerfen hierhin. Jetzt geht's. Kommt sofort. Was zum Teufel? Schnappt sie euch, ihr gottverdammten Nichtsnutzer! Gut, dass wir noch mehr Dynamit haben. Da kommt die ganze Meute hier raus. Alarm. Im Scharfschützengewehr, wir haben ja genug Muni, können den einen oder anderen erledigen. Wie viele sind denn da? Die kommen alle hier rausgestürmt noch, ne? Drei sind rausgestürmt, drei sind noch drin. Mehr Leute sind wir nicht da, ne? Nur die, in Anführungszeichen nur die. Sechs sind eine Menge, wir können noch mehr Dynamit werfen. Und wir haben das Scharfschützengewehr, das sollte eigentlich hilfreich sein. Wir können uns auch da oben verstecken. Die finden uns da nicht so schnell und die dann doch einzeln killen. Aber ja, ich glaube, das machen wir auch. Einmal abspeichern. Wir machen Folgendes. Wir setzen mal drauf, dass es mit dem Dynamit reicht. Wir schauen mal, was passiert. Ja, weiterlaufen lassen, wo die langlaufen. Es kommen nur drei raus. Hat er noch einen Cooldown? Gerufen. Das geht doch, komm. Nummer 1, bitte. Das schaffe ich allein. Vielen Dank. Meine Spezialität, dachte ich mir schon. Was denn? Na bitte. Und ihn hier? Augen auf. Ihm sagen wir, wie weit kann er das werfen? Mal gucken. Kriegen wir raus. Na los. Auf das Pferdchen? Das kann man doch nicht machen. Wir können nicht das Dynamit auf das Pferdchen werfen, oder doch? Können wir das machen? Hört sich das? So knapp davor. Hier hin so. Wir sehen uns. Das Fädchen ist heil geblieben. Alles gut. Und jetzt? Alles geschafft? Ja.
Jetzt holen wir erstmal, hier sind immer noch drei Leute unten drin. Schaut mal hier. Die bleiben da drin. Jetzt laufen wir runter und holen uns mit ihm erstmal von ihm neue Muni. Einmal abspeichern. Die hätten wir auch alle auf einmal erledigen können. Mit dem Dynamit. Munition verschwendet. Wir werden ja sehen. Genau das, was ich brauche. Unterwegs. Das ist neue Ziele gilt. Zum Treffpunkt begeben. Das schaffe ich. Kann's kaum erwarten. Ich bin ganz Ohr. Wie läuft's? Sie haben doch einen Plan, ja? Ein heftiger Raubzug ist das hier. Kann man einen Kreis aufziehen mit rechter Maustaste? Kann man. Na, bestens. Einen Rahmen aufziehen. Funktioniert! In Ordnung. Kümmern wir uns um die restlichen. Ganz mein Gedanke. Welche restlichen? Ich denke, Sie haben die DeWitt Company heute glücklich gemacht. Wie viel bekommen Sie für den Job? Ich hoffe, Sie erwarten keinen Anteil. Keine Sorge. Ich habe, was ich brauche. Sie reisen anders weiter? Ich muss noch Zeit gut machen. Wie ich schon sagte. Ich habe eine Verabredung einzuhalten. Wie Sie meinen. War gar nicht so übel, mit Ihnen zu arbeiten, McCoy. Klar. Falls Sie mal einen Profi brauchen, wissen Sie ja, wen Sie holen können. Schuschu! Guten Tag, Mr. Cooper. Sehr stimmungsvoll gemacht. Das ist echte Western-Atmosphäre hier. 4 von 5 Zivilistengruppen haben wir gerettet und deshalb Abzeichen bekommen. Tötet 3 Banditen auf einmal, haben wir nicht geschafft, ne? Das war hier. Wir haben kein einziges Abzeichen bekommen. Das wären die Abzeichen gewesen. Dynamit, 10 Leute mit Dynamit töten. Wir haben es nur einmal gemacht. Keine Abzeichen. Schande, Schande. Abzeichen fürs erfolgreiche Massenabschlachten will ich gar nicht haben. Also, wir machen hier einen auf Gandhi. Wir wollen ja auch mit Spritzen agieren. Leute zu Tode spritzen ist aber auch nicht so, ist besser, ne? Ja. Dafür haben wir ganz viele Leute in den Abgrund geworfen. Dass das nicht zählt. Ich dachte, es wäre ein geheimes Thief-Achievement. Werfen Sie möglichst viele gefesselte Feinde in einen Abgrund. Hätte eigentlich eins sein können, war keins. Keine Ahnung warum. Genau, Lotto, kein Abzeichen für besonderes Runterschubsen. Das hast du sehr hübsch formuliert. Immerhin, das hat alles geklappt hier. Nee, da sind wir auch noch weit von entfernt. Schließe die Mission unter 5:30 ab, während man streamt. Benutze keine Schusswaffen, haben wir auch nicht geschafft. Nicht abspeichert, sehr witzig. Komm, das will ich mir jetzt gar nicht weiter angucken. Kein einziges Abzeichen, kein nix. Das ist sehr cool. Schaut mal, das ist unser Replay. Schaut mal, wir kommen von rechts nach links vor. Das ist cool, ne? Und man da wo, das ist super, super cool. Boah, ist das ein cooler. Da sieht man auch, wo man gespeichert hat. Ist das ein cooles Feature? Wahnsinn. Super toll. Irre. Man sieht auch, wo du überall gestorben bist. Genau, und das sieht man auch noch. Für die Nachwelt erhalten, wo wir gefailt, gespeichert, gesiegt, gespritzt, triumphiert haben. Man sieht nur nicht, wo wir die Leute in den Abgrund geschubst haben. Das wird nicht angezeigt. Da sind wir auch nochmal gestorben. Aber ein richtig tolles Feature ist das. Also das ist so genial. Auch noch in keinem Spiel gesehen. Ganz, ganz toll. Noch hübsch umgesetzt so. Oben sieht man auch die Statistik, wie viel gespeichert und geladen wurde.
Und die beiden Leute in verschiedenen Farben auch, unsere beiden Helden. Total klasse, ich bin total begeistert. Da mal lange getüftelt, Münze wird geworfen. Nochmal. Leute, wir haben 1 Stunde 45 Minuten gebraucht. Wir hätten ein Achievement bekommen, wenn wir die in 5:30 geschafft hätten, glaube ich. Ne? War eben. Wir haben 1 Stunde und 45 Minuten gebraucht. Okay, da war auch drin, dass sie in meine Pausen WB holt sich einen Butterkeks, aber trotzdem. Was ist da zum Schreien? Es gibt Leute, die machen ihr E-Sport super durch Rennaktionen in 5 Minuten. Wir brauchen 1 Stunde und 45 Minuten. Aber ich muss sagen, ich hätte in 5:30 hätte ich meinen Spaß nicht gehabt. Da, zeitgleich die beiden gekillt. 1 Stunde 45. Genau, Speedrun macht man lieber Havoc, wenn man das Spiel in- und auswendig kennt und das zum x-mal durchspielt, genau. Wenn man nicht mehr gucken muss, wer geht da eigentlich wo lang, sondern das alles schon weiß. Oh, guck mal, wir haben 2 Leute nicht umgebracht, ganz rechts unten. Da bleiben 2 rote Punkte übrig. Finde ich so witzig, wenn man 2 Leute zeitgleich umbringt und dann die beiden Icons gleichzeitig aufploppen. Das sieht schon cool aus. Das war eine Butterkekspause, da habe ich weiterlaufen lassen, ernsthaft. Da kommt das Dünne mit, dann kommen die Leute raus. Muss auch sagen, wenn wir Schusswaffen benutzt hätten, wir wären da viel schneller durchgekommen. Wir wollten ja, wir hätten den Ehrgeiz gemacht hier, Leute. Lautlos durch. Alles gut. Cooles Feature, ne? Was sagt ihr im Chat? Da lebt nur einer, leben noch 3 insgesamt. Ich habe alles in vollen Zügen genossen. Die Pino hat recht. So ist es. Tante Mimi findet das auch cool mit der Zusammenfassung. Das höre ich gerne. Das war ein Slowrun, Taridon, genau. Wir haben einen Slowrun gemacht. Genau. Genial. Genial. Das Nagel auf den Kopf getroffen. Taridon, Respekt, Spruch des Abends. Ein Slowrun. Super Spruch. Leute, das ist das vielleicht das neue Markenzeichen, der neue Hashtag für unsere Streams. Nicht nur bei Desperados 3. Die WB Community. Die Leute, die Strategiespiele im Slowrun-Modus erledigen. Oder immer im Stealth-Modus. Oder wie auch immer. Das ist ja Slowrun. Das ist genial. Absolut genial. Schwierigkeitsgrad normal, Spielzeit gespeichert, bla 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 bla. Alles klar. Im Slowrun-Modus. Writing Bull, der Nickname Gimli, das war mal ein Moddername. Als ich gemoddet habe. Civilization 4 Colonization. Das ist dann geblieben, weil wenn man einmal einen Nickname hat, dann behält man den ja. Alles klar, ne? Zurück. Wiederholungsbrowser, Tutorials, Missionsauswahl. Ach, da kann man das nochmal spielen. Ach, hier geht's weiter, automatisch. Aha, das ist das nächste. Es geht nach Flagstone. Okay, wird gemacht. Ei, ei. Klick drauf, geht's dann los? Nein. Ach, das ist das nächste Ziel. Da geht's hin. Nö, der Schwierigkeitsgrad war okay. Hat Spaß gemacht. So, den ändern wir nicht. Nee, nee. John Cooper ist nach Flagstone gekommen, um sich mit... Oh, die Musik ist wieder so laut. Entschuldigt bitte. John Cooper ist nach Flagstone gekommen, um sich mit einem alten Freund zu treffen. Mit Manfred Lehmann, dem Sprecher. Es dauert nicht lange, bis er wieder in Schwierigkeiten steckt. Ei. Eingenistet zwischen den Gipfeln der Colorado Rockies liegt die Kleinstadt Flagstone. Ladenbesitzer, Bauern, Schmiede, Barkeeper gehen ihren täglichen Geschäften nach. Arbeiter der DeWitt Company mischen sich unter die Einwohner, da sie zurzeit eine neue Eisenbahnstrecke durch die Stadt bauen.
Als Cooper in Flagstone eintrifft, geht er geradewegs zum Saloon, der bis auf ein paar Stammkunden leer ist. Dafür sind die Stammkunden umso voller. Das Barmädchen schenkt ihm ein Glas Whisky ein. Er nippt daran, während er darauf wartet, dass ein alter Freund kommt. Mal gucken, wer das ist. Cool, wir spielen einen Western. Das finde ich so toll. Neulich haben sie das Haus von Old William abgerissen. Warum das denn? Können die ihre Schienen nicht zwischen unseren Häusern verlegen? Konzentrier dich aufs Spiel, ja? Ich sag's euch. Wenn die zu meinem Haus kommen, dann zeige ich den Eisenbahnpennern, wo der Hammer hängt. Scheiße. Was kann ich für Sie tun, Gentlemen? Oh, zu dir kommen wir gleich. Ihr kennt das Spielchen. Alle Mann raus. Ja, Sir. Sieh nur, wie sie rennen. Hast du was an den Ohren? Ich trinke nur noch aus. Hör zu, Arschloch. Diese Stadt gehört jetzt uns. Wenn er raus sagt, dann soll... Wir dulden hier keine Störenfriede. Wen haben wir denn hier? Nun, jetzt sind es zwei Störenfriede. Was zum Teufel? Du schon wieder? Da laufen sie wie die Hunde. Kein Wunder, nachdem die armen Kerle deine hässliche Visage gesehen haben. Oh, gern geschehen. Du brauchst einen Drink und ich auch. Hector, deiner geht aufs Haus. Gracias, Senorita. Gib mir Bescheid, wenn die zurückkommen. Besser nicht. Nächstes Mal bringen sie dich um. Können sie ja versuchen. Ich nehme an, du bist schon eine Weile hier und hast die falschen Leute verärgert, hm? Die haben mich verärgert, aber da du schon hier bist, können wir vielleicht zusammenarbeiten. Oh nein, da ziehst du mich nicht mit rein. Ich bin wegen Frank hier. Umstellt das Haus! Lasst sie nicht entwischen! Amigo, du steckst bereits mittendrin und du schuldest mir was. Okay, lass uns von hier verschwinden. Na los, hinten raus! Cool. Echt cool gemacht. Sie sind hier irgendwo. Und wir haben alle Zeit der Welt. Diese Typen sind auf Blut aus. Wer zum Teufel sind die? Ach, gehören zu der Witt Company. Mit einigen von ihnen habe ich noch eine Rechnung offen. Na dann. Ich hoffe allerdings, du hast einen Plan. Na, klar. Lass uns zur Straße gehen. Niemand wird uns belästigen, wenn wir uns unter Stadtvolk mischen. Dann haben wir etwas Luft. So weit, so gut, aber wessen Schädel schlagen wir denn ein? Zuerst wäre da mal Jarvis. Echt harter Kerl. Im Moment ist er im Hinterhof und versucht, den Bullen zu reiten. Dann haben wir Wild March. Sie ist in der ersten Etage des Flagstone Bordells, trinkt Whisky und sieht den Mädchen beim Tanzen zu. Als nächstes hätten wir den Duke. Er dreht mit seinen Stiefelleckern auf der Kirchstraße seine Runden. Und zuletzt haben wir den Vorarbeiter, McBain. Der ist ein echtes Arschloch. Hat seine Leute die halbe Stadt abreißen lassen, damit er nicht um sie herum planen muss. Also, wir kümmern uns um sie, gehen zum Saloon zurück und trinken unsere Drinks aus. Das ist kein besonders detaillierter Plan, Hector. Was glaubst du, warum ich auf dich gewartet habe? In Ordnung. Bringen wir es hinter uns. Sehr, sehr cool. Ich hab so Bock drauf. Ich freue mich so drauf auf das, was wir jetzt hier erleben werden. Einmal abspeichern. Da freue ich mich echt drauf. Ich lege uns mal einen richtigen Spielstand an, falls irgendwie mal irgendein doofes Missgeschick passiert. Richtig hübsch. Richtig hübsch. Richtig coole Geschichte. Toll gemacht, meint auch Pino. So, wir sind hier unten. Okay. Wir haben diese Aufgaben. Vier Handlanger umlegen. Jarvis, Wild March, McBain und den Duke.
denke, machen wir das mal in der Reihenfolge, die vorschlagen, und schnetzen uns hier durch Richtung zu Jarvis, der den Bullen reiten will. Denn ganz im Ernst. Ketzer! Ich bin noch beim Aufwärmen. Den Bullen reiten. Nächstes Mal. Den Bullen reiten. Schaut mal hier. Er versucht, den Bullen zu reiten. Alles klar? Noch ein Tag in diesem Drecksloch. Da sind auch Leute drin hier oben. Dahin begeben wir uns. Da begeben wir uns durch. Und da erwischen wir einen nach dem anderen.